Hallo Menschen, heute soll es um die gelesenen Bücher im September gehen. Da hatte ich mir ja vorgenommen, ein paar Mal Sachbücher zu lesen, was auch ganz gut funktioniert hat, aber natürlich gibt es auch noch eine ganze Menge Romane zwischendurch. Der Monat ging los mit Um uns die Toten, meine Begegnung mit dem Sterben von Bartholomäus Grill. Wie es der Untertitel schon andeutet, ist es eben so sein persönlicher Zugang, seine subjektive Sicht auf das Thema Sterben. Er ist ja auch von Anfang an ganz ehrlich und sagt schon im ersten Kapitel, er hat nicht vor, irgendwelche Analysen oder philosophische und soziologische Überlegungen zu bieten, sondern wirklich nur seinen eigenen Zugang. Ich muss zugeben, etwas mehr wäre mir lieber gewesen, also gerade solche Analysen und wenn man das dann auf die ganze Gesellschaft bezieht, finde ich ganz interessant. Aber er hat es ja von Anfang an angekündigt und man muss ihm auch lassen, dass er tatsächlich ein sehr interessantes Leben geführt hat. Denn bis auf den Anfang, wo er halt so aus einem kleinen bayerischen oder österreichischen katholischen Dorf redet und diese Sicht auf das Thema Tod, abgesehen davon wurde er später dann als Journalist zu Auslandseinsätzen geschickt, wo er halt wirklich mit Krieg, mit Völkermorden, Seuchen, auch mit den Anfängen der AIDS, Tode konfrontiert, was natürlich eine ganze Menge Stoff für Überlegungen liefert. Aber auch an solche eher weiten Themen geht er immer sehr persönlich heran, also es ist wirklich eine Art Autobiografie bzw. seine Memoiren zu diesem einen Thema. Was ich ihm zugute halten muss, das vorletzte Kapitel über den Tod seiner Mutter hat mich tatsächlich zum Weinen gebracht und ich finde es immer sehr, sehr nett, wenn Bücher solche Emotionen in mir hervorrufen. Das wurde dann allerdings durch das letzte Kapitel wieder etwas wettgemacht, denn da liefert er einfach ganz plumpe Verallgemeinerungen. Also er ist dann bei so einer Stelle angelangt, wo er nur noch behauptet, ja, heutzutage denkt ja überhaupt niemand mehr über den Tod nach. Es gibt keine offenen Särge mehr, man sieht die toten Menschen nicht. Und in der Großstadt Trauer zu tragen, das ist zum Beispiel etwas, was überhaupt niemand mehr versteht. Und mit sowas komme ich einfach immer nicht besonders gut klar, wenn es immer heißt so, ja, alle sind so, niemand wird mehr mit dem Tod konfrontiert, bla bla bla. Das war so ein Ende, was ich mir nicht gewünscht hätte, gerade von ihm. Ich meine, er ist ja das perfekte Gegenbeispiel. Er denkt da ständig drüber nach und warum sagt er denn dann so von anderen, nein, die machen das natürlich nicht. Das heißt, ja, es war schon ganz interessant, vor allem eben durch seinen beruflichen Hintergrund, aber ich hätte mir etwas mehr gewünscht. Als zweites las ich dann What If und der Untertitel wirklich wissenschaftliche Antworten auf absurde hypothetische Fragen sagt auch schon genau, was es ist. Nämlich von Randall Munroe beantwortete seltsame Fragen, die er dann auch immer noch so mit Comics verbindet. Ich las das zusammen mit Alles Allerlei und The Falling Alice. Letztere hat dazu auch eine Einzelrezension gedreht. Ich muss sagen, mir gefiel das Buch nicht so gut, als dass ich ihm ein einzelnes Video widmen wollte. Es hatte aber durchaus ein paar positive Aspekte. Ich muss zugeben, ich habe tatsächlich einiges dazugelernt. Und das Schöne ist auch, dass man halt mehr Erklärungen geliefert bekommt, als zum Beispiel bei solchen unnützes Wissenlisten. Denn da ist ja einfach immer nur so ein Fakt. Und hier bekommt man aber auch die Erklärung dahinter, warum es denn so ist. Was mir nicht so gut gefiel, ist, dass dieses Buch wirklich so sehr auf Witz getrimmt ist, den ich dann halt leider auch oft nicht witzig fand. Wie ich es jetzt schon gezeigt habe, ich finde auch die Comics viel zu oft im Text. Die Hälfte hätte gut gereicht, vielleicht sogar noch weniger, zumal die mich auch immer aus dem Lesefluss herausgerissen haben. Also mir gefielen definitiv die Antworten am besten, die wenig Comics haben. Da konnte ich den Erklärungen auch besser folgen. Und wie gesagt, die Bilder tragen nichts zur Erklärung bei, sondern sollen halt einfach nur lustig sein. Ich war auch kein Fan von so Fußnoten, in denen dann keine Infos standen, sondern nur ein weiterer Witz. Das ist nicht so ganz meine Art des Sachbuches. Es war mir halt zu gewollt lustig, sag ich mal. Je mehr ich las, desto besser kam ich auch in den Humor rein. Mir persönlich haben die Fragen am besten gefallen, die also wirklich hypothetisch waren. Sowas wie lange würden zwei Menschen brauchen, die einfach an unterschiedlichen Orten der Welt ausgesetzt werden, bis sie sich finden. Und es wird davon ausgegangen, dass wir halt keine Telefone, kein Internet und ich glaube auch keine anderen Menschen in dieser Welt haben und dass sie auch gleichzeitig Essen jagen können oder so. Also wirklich hypothetisch, aber das fand ich sehr, sehr interessant, weil ich mir das auch selber absolut nicht hätte errechnen können. Also deswegen fand ich das ganz toll, dass er das tut. Wir haben auch allgemein aus wirklich so gut wie jedem Bereich der Wissenschaften irgendetwas dabei. Wir haben Mathematik, Chemie, sonst was, Geografie, alles wirklich mit dabei. Insofern ein schöner weiter Blick, aber es bleibt halt schon irgendwie recht oberflächlich. Und was mir auch nicht besonders gut gefiel, ist, dass der Autor erstens kein Ende kennt. Also manchmal stellt jemand eine Frage und er macht schon im ersten Absatz eigentlich deutlich, nein, so und so geht's nicht, wie du es gefragt hast. Und dann macht er aber weiter und sagt, ah, aber wenn wir vielleicht das und das da hinzufügen, dann geht's vielleicht. Oder wenn wir noch das und das und das machen, dann ginge es. Und ich hätte mir halt gewünscht, okay, beantworte doch die Frage und dann ist gut.
Und in eine ähnliche Richtung geht das, wenn er auf eine Frage erst so, wie Galileo, echt, das regt mich so auf, erst so drei Antworten bringt, die eben nicht gehen. Also, dass es so rangeht mit, man könnte ja denken, es sei das und das, aber nein, das ist es nicht. Vielleicht ist es das und das, nein, das ist es nicht. Und dann erst die Frage beantwortet. Das ist so eine richtige Unart, finde ich. Also, wenn man schon im Buch mit Antworten bringt, dann bring doch bitte gleich die Antworten. Was ich aber ganz interessant fand, es gibt zwischendrin auch ein paar Seiten, die hießen so, seltsame und beunruhigende Fragen, die er dann gar nicht beantwortet und die er einfach für sich stehen lässt, und die sind auch schon allein einfach sehr, sehr lustig. Also wirklich seltsame Dinge. Zum Beispiel sowas hier. Wie viele Häuser brennen in den USA pro Jahr ab? Was wäre denn der einfachste Weg, um diese Zahl signifikant zu erhöhen? Sagen wir um mindestens 15%. Sowas eben. Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, es war okay, aber nicht mein Lieblingsbuch. Als drittes las ich dann Lysistrator von Aristophanes. Das hat mir ein Abonnent ohne eigenen Kanal empfohlen, nämlich Amazubuu. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und als ich es gelesen habe, kommt es mir auch sehr bekannt vor. Ich glaube, ich habe vielleicht in der Schule schon mal irgendwo davon gehört. Es ist eine antike Komödie, in der die Frauen Athens beschließen, sich von nun an ihren Männern zu verweigern, bis diese nicht den Krieg beenden. Also so nach dem Motto, es gibt von nun an keinen Sex und auch keine Haushaltserledigungen mehr, bis nicht Frieden herrscht. Und diese amüsante Prämisse hatte aber tatsächlich auch so einen ernsten historischen Hintergrund, dass sich Athen zu der Zeit, als er das schrieb, nämlich tatsächlich nach jahrelangem Krieg in recht desolatem Zustand befand. Man hört ja schon raus, es gibt so ein bisschen moderne, pazifistische und auch feministische Klänge in diesem Buch. Das Nachwort sagt aber auch, dass Aristophanes das vielleicht gar nicht so gemeint hat, dass das nicht sein Ziel war, da er in anderen Büchern jetzt nicht wirklich feministische Ziele propagiert und auch Teil dieser patriarchalen Gesellschaft war, die Krieg nicht konsequent ablehnte, sondern dass er das schon eher einfach amüsant gemeint hat. Ich muss zugeben, mir persönlich war es etwas zu derb und einfach sehr, sehr sexuell. Schon im ersten Kapitel ist halt irgendwie so ständig von Schwänzen, Dildos, Brustgrapschen die Rede, und die Frauen reagieren auch auf den Vorschlag von Lysistrate, den Sex mit den Männern zu verweigern, erstmal so mit, was? Kein Sex mehr? Wie soll ich denn leben ohne diesen Penis in mir? Und das ist gar nicht so ganz mein Humor. Ich könnte mir auch vorstellen, bei einer Live-Aufführung dieses Stückes wäre mir definitiv auch viel zu viel Körperhumor dabei. Wie gesagt, die Leute grapschen sich immer an, es gibt Erektionen und so, das ist nicht so ganz meins. Ich glaube, die Hälfte des Textes sind sexuelle Wortspiele. Ich musste tatsächlich an manchen Stellen lachen, aber ich glaube nicht so, wie es vielleicht beabsichtigt war, sondern einfach manchmal auch so ein bisschen in Ungläubigkeit. Ich mir dachte, oh Gott, steht das gerade wirklich in diesem Buch? Ich meine, man hat ja schon ganz oft davon gehört, dass auch die Leute früher eigentlich genauso albern und sexuell waren wie heutzutage, dass halt auch die Graffiti in Pompeji schon irgendwas von Arsch und Ficken oder so geschrieben haben. Aber das dann wirklich in einem Buch zu lesen, hatte ich einfach bis jetzt noch nicht erlebt, und wie gesagt, ist vielleicht nicht so ganz meins. Zuerst fand ich das auch ganz toll, dass der Übersetzer oft in Anmerkungen erklärt hat, wie er da das griechische Original übersetzt hatte, weil halt gerade Wortspiele nicht so gut gehen oder man da halt so ein bisschen im Deutschen was anderes machen muss. Fand ich sehr, sehr interessant, muss aber sagen, dass es mir dann bald zu viel wurde. Es waren wirklich eigentlich so auf jeder Seite mindestens fünf, und Reklamseiten sind nicht so groß, dass man da noch viel Text dazwischen hat. Es war ein bisschen übertrieben. Ich hätte es lieber gewollt, wenn er vielleicht in einem Vor- oder Nachwort einmal gesagt hätte, okay, man kann es halt nicht so eins zu eins übersetzen. Ich habe zum Beispiel das und das gemacht, und dann hätte man den Text, glaube ich, besser in einem Fluss lesen können. Mich hat es halt manchmal rausgerissen, weil ich auch so jemand bin, der Fußnoten nicht ignorieren kann. Ich denke mir dann immer, ich habe vielleicht nicht so das Wissen wie damals, also ich brauche diese Fußnoten, und selbst wenn dann nur halt so eine Übersetzungssache drin steht, ja, war mir etwas zu viel. Und allgemein eine ganz amüsante Prämisse, die dann auch schön ausgeführt wird, aber mir etwas zu derbe. Danach lasse ich Nimona von Noel Stevenson. Das ist ein Comic, was mir so gut gefiel, dass ich dazu auch eine Einzelrezension gedreht habe. Um es für dieses Video kurz zu halten, es ist eine Mischung aus Fantasy und auch ein bisschen Science Fiction. Und das sage ich dann auch in dem Video, sowohl sehr niedlich als auch irgendwie badass. Und alle weiteren Erklärungen habt ihr ja dann in der Einzelrezension. Dem folgte Haben oder Sein von Erich Fromm. Das ist so ein Klassiker der Soziologie und vielleicht auch ein bisschen der Psychologie. Er hat so beide Aspekte mit darin.
Was ich dem Buch zugutehalten muss, ist, dass es mich nach einer Weile mal wieder richtig zum Nachdenken angeregt hat. Das fand ich sehr, sehr schön. Es gab allerdings einige Kritikpunkte und einfach so viele Thesen oder Argumentationsweisen, denen ich widersprechen musste, dass sich auch dazu eine Einzelrezension gedreht hat, in der ich dann ein bisschen besser erkläre, was mich an dem Buch gestört hat. Dem folgte wieder ein Roman, nämlich Im Frühling sterben von Ralf Rothmann. Das las ich zusammen mit Vers Tant. Auch hier haben wir beide eine Einzelrezension gedreht. Um es kurz zu fassen, es geht hier um zwei junge Männer, beziehungsweise eigentlich sogar tatsächlich Jungs, so 17 sind sie, die recht am Ende des Zweiten Weltkrieges noch einmal in den Krieg eingezogen werden. Und wie sich die Geschichte weiterentwickelt, was ich zur Sprache und zum Plot sage, kann man ja dann noch in der Einzelrezension besser erkennen. Es gefiel mir aber grundsätzlich sehr gut. Als nächstes las ich dann Die Taube von Patrick Süskind. Das ist meiner Meinung nach eine ganz klassische Novelle, auch wenn das hinten drauf immer als Erzählung tituliert wird. Hier haben wir aber einen richtig biederen, langweiligen Protagonisten, der auch gar nicht möchte, dass ihm irgendetwas passiert. Also er sucht direkt die Langeweile, er möchte nichts erleben, bis ihm dann eben eines Tages so die unerhörte Begebenheit mit der Taube passiert. Und ich weiß nicht genau, was ich erwartete von dem Buch, denn ich ging schon irgendwie von etwas Absurdem aus. Ich muss aber sagen, dass es dann wirklich so komisch, so seltsam war, dass ich mich schon so ein bisschen fragte, was soll das denn jetzt? Das ist ja total unrealistisch, so würde doch niemand reagieren. Worauf will das Buch hinaus? Das bringt einem ja dann nichts, wenn das extrem absurd ist. Es war schon unterhaltsam, aber eben sehr komisch und übertrieben. Also hätte ich das jetzt so in der Schule gelesen, ich könnte mir eine super Interpretation ausdenken, aber ich muss sagen, jetzt so als persönliche Lektüre war es halt mal was für zwischendurch. Wer vielleicht Patrick Süskinds Literatur sammelt, das war schon ganz nett, aber jetzt auch nicht die große literarische Überraschung irgendwie. Als nächstes folgte dann Der Herr der Ringe und die Philosophie, was eben von verschiedenen Philosophen Aufsätze rund um Der Herr der Ringe enthält. Ich wollte das eigentlich zusammen mit einer Abonnentin lesen, die sich dann aber nicht nochmal so richtig gemeldet hat, aber da das eines der Bücher war, von denen ich mir sagte, die möchte ich im September wirklich weghaben, weil sie schon eine Weile bei mir liegen, habe ich es dann eben trotzdem gelesen. Ich weiß nicht, falls du zuguckst, melde dich doch nochmal. Wir können ja auch immer noch darüber reden. Ich finde tatsächlich für Leute, die Der Herr der Ringe gelesen haben, denn es enthält halt schon das Ende und viele Dinge der Handlung, ist es tatsächlich eine gute Einführung in die Philosophie, denn wir haben wirklich verschiedene Denkrichtungen, verschiedene Schulen, die werden alle vorgestellt. Das fand ich recht gut. Im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, dass es mir halt meistens irgendwie das Thema zu kurz griff. Es war ganz oft so, dass halt so ein bisschen was erzählt wird und am Ende werden ganz, ganz interessante Fragen aufgelistet, die aber eben nicht mehr beantwortet werden. Dann bricht der Aufsatz ab und gerade die wären interessant gewesen. Also es geht mir oft nicht tief genug. Allgemein fand ich auch, dass etwas mehr der Herr der Ringe und etwas weniger Philosophie darin war, beziehungsweise dass die Dinge oft nicht so super miteinander verbunden wurden. Denn es war oft so, dass wir eine Beschreibung hatten, okay, das und das passiert im Der Herr der Ringe und die Philosophen haben das gesagt und man könnte das ja jetzt vielleicht so und so verbinden, aber es war weniger so, dass man wirklich sagt, die Philosophie des Herrn der Ringe oder so, sondern meistens beides so ein bisschen nebeneinander her. Am interessantesten fand ich persönlich die Texte, die zum Beispiel die Ringe mit der Bedrohung durch neue Technologien in Verbindung brachten oder die sich mit Umweltschutz befassten. Und genauso interessant waren dann auch noch so Tod und Sterblichkeit. Das war ganz gut gemacht. Eine Sache, die ich noch extrem kritisieren muss, hinter all den Aufsätzen ist noch so eine Liste mit ja, verschiedenen Philosophen, die irgendwie in einem oder maximal zwei Sätzen erklärt werden, also deren Kern. Und die finde ich manchmal so seltsam. Also manche passen auch, aber ich möchte euch mal als Beispiel das von Nietzsche vorlesen. Dessen Philosophie wird heruntergebrochen auf lebe gefährlich. Das fand ich vor allem so seltsam, denn in ihren Texten gehen die wirklich gut auf die verschiedenen Philosophen ein und dann hinten sie dieser Mist, sage ich jetzt mal ganz offen, und hätte ich einfach weggelassen. Fand ich total unnötig und teilweise sogar ein bisschen falsch. Ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, es hat mir mehr Lust mal wieder auf der Herr der Ringe als auf Philosophie gemacht. Ich möchte es wirklich gerne mal wieder lesen, aber hatte ja eigentlich dieses Jahr sogar mal mit Harry Potter wieder angefangen und habe außerdem eine andere Fantasy-Reihe, also mal schauen. Und so richtig zum Nachdenken hat es mich jetzt aber ehrlich gesagt nicht angeregt. Darauf las ich Der Fuchs und Dr. Shimamura von Christine Wunicke. Das war auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis und es hat mir gut gefallen, sodass ich dann noch eine Einzelrezension trete. Ich erwähne es dann auch in dem Video, es hat mich nicht total begeistert, aber es war wirklich gut und genauere Details könnt ihr ja dort erfahren. Prinzipiell erfährt man hier einiges über
die in der japanischen Folklore vorkommende Fuchsbesessenheit, außerdem aber auch über die Anfänge der Psychoanalyse und Neurologie und erleben gleichzeitig auch einen feinen Humor in dieser Geschichte mit. Es spielt sowohl in Japan als auch in Europa, das heißt für diejenigen, die so ein bisschen für verschiedene Kulturen interessiert, ist es sehr interessant und alles Genauere gibt es dann in dem anderen Video. Danach las ich Through the Woods, was ich heute nicht mehr hier habe, da ich es verschenkt habe und vorher vielleicht nochmal schnell durchgelesen habe. Das ist ein Comic, was prinzipiell aus 5 Kurzgeschichten besteht, die alle so im Bereich Grusel, Horror oder Düsteres anzusiedeln sind. Mir persönlich waren einige dieser Kurzgeschichten einfach zu kurz. Das heißt, es wurde halt so Stimmung aufgebaut, dann passiert etwas Schockierendes, Gruseliges oder so und dann bricht es auch schon ab. Dann war es das halt. Also irgendwie glaube ich, dass sie vielleicht mit 3 Kurzgeschichten die Atmosphäre besser hätte halten können oder vielleicht ist es halt auch ihr Stil, aber es war mir dann einfach immer so ein bisschen, ja okay, das war halt die Geschichte, es hätte halt gern irgendwie ein bisschen mehr gehabt. Die Zeichnungen gefielen mir wieder recht gut, sie waren meiner Meinung nach etwas Besonderes, sie sind zwar auch nicht realistisch, aber auch nicht so traditionell, sie hält sich nicht so an die Panel, ich fand das sehr künstlerisch, das gefiel mir richtig gut, ich mag das immer, wenn die etwas anderes haben, als man es vielleicht so gewohnt ist und vor allem, das ist ja bei mir sowieso so ein Unding, wenn halt so die großen Comic-Serien immer die Zeichner wechseln, das geht gar nicht. Sie hat halt wirklich so einen eigenen, ganz besonderen Stil, der mir recht gut gefiel. Allgemein würde ich es aber wirklich nur für Leute empfehlen, die schon gerne Horror lesen, denn in den Geschichten steckt sonst nicht allzu viel drin und man kann vielleicht sagen, dass es wirklich besser im Graphic-Aspekt ist als im Novel-Aspekt, aber es war eine ganz nette Unterhaltung zwischendurch. Dem folgte dann ein Buch, was ich ebenfalls nicht mehr da habe, weil ich es mir nur als Leseexemplar von der Arbeit ausgeliehen hatte, und zwar Das gläserne Meer von Josh Whale, wahrscheinlich, vielleicht spricht man seinen Namen so aus. Das war tatsächlich auch nicht das wunderbarste Buch, was ich gelesen habe, aber ich habe mir so viele Notizen gemacht, dass ich tatsächlich nochmal eine Einzelrezension dazu drehen werde. Um es heute kurz zu machen, es geht im Kern um die sehr, sehr enge Beziehung zwischen 2 Brüdern in Russland zu einer unbestimmten Zeit und verbindet dann sowohl kapitalistische Einbrüche in diese Welt, als auch so ein bisschen die Geschichten und Mythen Russlands. Und ja, alles andere erzähle ich euch dann lieber in einer Einzelrezension. Danach las ich Die Orangen des Präsidenten von Abbas Kider. Der hat aktuell eigentlich ein anderes Buch neu rausgebracht, nämlich Briefe in die Auberginenrepublik oder so. Und ich hatte den bisher irgendwie gar nicht mitgekriegt. Habe dann ein wenig in seine Veröffentlichungen gestöbert und fand das hier eigentlich einen Tick interessanter als das aktuelle Buch. Es ist ein sehr stark autobiografisch geprägter Roman, der aber eben dann literarisch aufgearbeitet wurde. Also es ist nicht seine Autobiografie. Der Protagonist hat auch einen anderen Namen, aber wir wissen halt auch durch verschiedene Interviews, dass Abbas Kider solches oder ähnliches selbst auch erlebt hat. Und zwar geht es um Madi, der am Tag seiner letzten Abiturprüfung eigentlich mit einem Freund zusammen feiern wollte und dann urplötzlich, ohne dass er weiß, was los ist, was er hätte verbrochen haben sollen, gefangen genommen wird und dort in einem Gefängnis landet. Beziehungsweise erstmal eher in einer dubiosen kleinen Kammer mit ein paar anderen Männern. Das Ganze spielt 1989 oder geht da zumindest los, das heißt, wir sind in der Regierungszeit Saddam Husseins und Madi erlebt dort halt sowohl Folter als auch Unmenschlichkeiten, aber dann natürlich auch gewisse Freundschaften in diesem Gefängnis. Die ganzen realen politischen Hintergründe liegen ja noch gar nicht so weit zurück und waren mir teilweise tatsächlich auch bekannt, trotzdem habe ich auch wieder viel Zeit bei Wikipedia verbracht und dort einen Artikel nach dem anderen gelesen, was ich auch wirklich gut fand. Ich mag es, wenn Bücher mich zum Weiterlesen anregen. Im Allgemeinen muss ich aber auch sagen, dass es von den politischen Themen und vom Inhalt her interessanter war als jetzt zum Beispiel vom Schreibstil oder tatsächlich vom Plot oder von Charakteren her. Ich habe auch wirklich großen Respekt davor, wenn Autoren nicht in ihrer Muttersprache schreiben. Muss aber sagen, dass ich hier die Sprache schon irgendwie sehr simpel fand. Also es klang dann halt auch nicht so, als wäre es irgendwie absichtlich lakonisch oder kurz, sondern es waren halt wirklich immer so recht abgehackte, aneinandergereihte Sätze, keine großartigen Formulierungen. Muss aber dazu sagen, dass das richtig Ansichtssache ist, denn in den meisten Rezensionen wurde gerade diese kurze Sprache gelobt. Ist halt Ansichtssache, ist nicht so mein Ding. Ich mag halt schöne Formulierungen und hier ist es halt von der Sprache her jetzt nichts, was ich empfehlen würde. Das Ganze war allgemein auch recht kurz. Ich will natürlich dem Autor nicht vorschreiben, wie er seine Bücher zu schreiben hat. Ich glaube, mir wäre es aber irgendwie lieber gewesen, wenn er vielleicht ja, 2 seiner Romane verbunden hätte oder das einfach hier noch ein bisschen ausgearbeitet hätte. Denn es ist halt wirklich nur so dieser eine Aspekt, dieses eine Erlebnis und dann war es das halt. Ich glaube, ich hätte gern noch mehr gewollt. Also was ich halt dann auch gerade so bei Wikipedia und so noch gelesen habe, fand ich sehr, sehr interessant. Und das ist halt nur so ein kleiner Moment des Ganzen drumherum. Bin mir auch jetzt noch nicht so ganz sicher, ob ich unbedingt mit diesem Auto weitermachen, denn
Die Themen fand ich interessant, aber es hat mir literarisch nicht ganz so viel gegeben wie erhofft. War aber auch nicht schlecht, also ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Also ich würde es hauptsächlich für Leute empfehlen, die sich so für das politische Thema dahinter interessieren. Dann werde ich heute am 30. hoffentlich noch Tipping the Velvet von Sarah Waters zu Ende lesen. Das ist übrigens ein Buch, was Rebuy mit dem Zustand sehr gut eingeschätzt hat. Und mal abgesehen vom Zustand des Buches ist es auch nicht die online angegebene Ausgabe vom online angegebenen Verlag, sondern etwas anderes. Und auf meine Anfragemail habe ich bis jetzt noch keine Antwort bekommen. Das ist jetzt auch ungefähr einen Monat her. Jetzt habe ich es halt einfach gelesen, beziehungsweise bin noch dabei. Es ist so eine Art moderner Klassiker der LGBTQ-Bewegung. Und zwar folgen wir hier der jungen 18-jährigen Nancy, die sich in eine andere junge Dame, nämlich Kitty, verliebt, die wiederum in sogenannten Music Halls als Mann verkleidet auftritt. Diese Music Halls sind so eine Mischung aus Theater, Konzerthalle und aber auch ein bisschen Zirkus. Also wir haben viele Shows, viele verschiedene Akrobaten oder eben Sänger, Komiker, die dort auftreten. Und für Nancy ist Kitty eben die schönste Frau, die sie jemals gesehen hat. An der Dicke des Buches könnt ihr euch denken, dass da noch eine ganze Menge mehr passiert, die ich euch aber gar nicht unbedingt verraten möchte. Was ich ganz angenehm fand, ist, dass es hier nicht nur um eine lesbische Beziehung geht, dass wir drumherum auch Frauenrechte, andere nicht-heterosexuelle Menschen haben und unter anderem Crossdressing, Prostitution und dann aber auch so das Theaterwesen behandeln. Also es sind wirklich viele verschiedene Themen und ich persönlich fand auch, dass der historische Aspekt das Ganze für mich interessanter gemacht hat. Ich weiß auch nicht so genau, aber ich finde das halt nicht besonders romantisch, wenn sich zwei junge Frauen WhatsApp-Nachrichten schreiben. Ich finde halt, in einem geschichtlichen Kontext hat das Ganze dann immer auch eine schöne Atmosphäre, wirkt irgendwie auch vielleicht ein bisschen ernster. Also im Kern ist es ja nun mal eine Coming-of-Age, gleichzeitig auch eine Coming-out- oder Selbstfindungs- und natürlich eine Liebesgeschichte. Und das sind eigentlich alles so Dinge, die gar nicht mein Romanfeld sind. Aber durch den historischen Aspekt hat das halt so eine schöne Stimmung und bisher finde ich das Buch wirklich gut. Als Hinweis nochmal, es kommen einige Sexszenen darin vor, also falls das nichts für euch ist, dann Finger weg. Aber ich fand sie bisher jetzt nicht irgendwie zu viel oder zu direkt zu seltsam oder so, sondern es ist eigentlich in einer ganz guten Mischung geschrieben, dass es mir weder zu vulgär ist, aber auch die Dinge trotzdem beim Namen nennt. Also es wird jetzt nicht irgendwie wie bei Scrubs von ihrem Schmuckkästchen geredet, sondern Dinge werden beim Namen genannt, aber es ist jetzt dann auch nicht irgendwie so billiger Porno-Kram. Falls sich meine Meinung zu dem Buch irgendwie nochmal ändert, werde ich euch im nächsten Lesemonat nochmal auffrischen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen wird es ein ganz gutes Buch und ich habe auch vor, noch mehr von Sarah Waters zu lesen. So, das waren alle gelesenen Bücher im September. Ich habe diesmal noch nicht ausgerechnet, wie viel von welcher Sorte ich gelesen habe. Das steht dann wie immer hier unten drin. Ich bin ganz zufrieden. Ich fand es fast schon ein bisschen zu viel. Manchmal würde ich auch gerne ein bisschen weniger lesen, aber wenn ich dann nichts zu tun habe, dann greife ich halt irgendwie zum nächsten Buch. Ich habe aber manchmal Angst, dass es halt dann alles so verwischt. Kennt ihr das auch? Ja, wahrscheinlich kennt ihr das auch. Ich freue mich wie immer zu Kommentaren zu den gelesenen Büchern oder vor allem, falls ihr von den Autoren noch etwas anderes gelesen habt, wo ich weitermachen könnte. Und ansonsten habe ich noch was zu sagen. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal. Das waren alle gelesenen Buch. Das waren alle.